heute wieder mal wieder ein Sonderauftrag hier. Und zwar Simson Schwalbe. Heißt er so? Oh. Ja. Genau so heißt das Ding. Ja, soll umgebaut werden. Ja, also restauriert und umgebaut werden. Also wirklich absolut custom. Wir haben alle Möglichkeiten mit dem Ding. Was wir machen wollen, das können wir machen. Ja, also mein Gefühl, ich hätte das Ding in Carbon gemacht, komplett in Vollcarbon. Glaube ich, hat noch keiner gemacht. Ich habe so ein bisschen gegoogelt und es gibt blaue, grüne, gelbe, alle Farben, aber in Carbon gibt es das Baby noch nicht. Ja? Und vielleicht kann der Norm gleich so ein bisschen filmen. Ja? Da, für das Alter ist das Ding wirklich gut im Schuss, ja? Sag ich mal so. Wie alt ist die denn? Die ist Baujahr 75. Guck mal, deswegen habe ich auch hier 75. Ja, kann man sehen. 75 ist der Belzer geboren, ja. Alter Sack. Aber dadurch, dass ich eine immer gute Laune habe, fühle ich mich wie 28,3. Nein, auf jeden Fall zu unserem Auftrag. Hier so ein bisschen hier Hawaii-Feeling. Ja, Palmen und Pelikane. Ja. Passt zu uns. Das sind Pelikane, Palmen, Prior. Also die Bezeichnung für das Baby haben wir schon. Das ist 3x P. Ich bin selber gespannt, was wir aus dem Babybad machen. Wir schrauben die komplett auseinander. Ja, da werden wir jetzt vielleicht nicht so viele Folgen kommen. Aber gucken, wie die Leute reagieren. Wie ihr so das mögt oder auch nicht mögt. Ja, einen coolen Sitz machen wir rein. Oder was ja, auf jeden Fall. Schöne, du bist der. Schöne kleine Sitzbank. Schönes ja. Leder. Schau mal, da, guck mal wie früher. Ein bisschen tiefer. Ja, genau. Tiefer, breiter. Ja. Oh yeah. Check, alles funktioniert. Lampe, alles hier. Tacho. Übrigens sehr selten, dass die Lele auf Kontrollleuchte geht. Was? Die Lele auf Kontrollleuchte, wenn du Zündung anmachst. Ist das so? Das ist sehr selten, dass die funktioniert, ja. Okay. Wirklich. So, guck mal. Guck mal hier. Ist das ein Schraubendreher? Also ich glaube, wer... Nein, ich sag das lieber nicht, weil da kommen manche bösen Finger auf falschen Trichter. Ja, da kommt wieder der Pole durch. Nein, ich habe noch nie geglaubt. Okay. Nein, Spaß. Ich denke hier, König der Löwen, weißt du? Manchmal, wenn wir draußen stehen und filmen oder so, ne, die Leute drehen hier durch, wow, als wenn das hier eine Rennstrecke wäre. Ja, das macht man nicht. Machen wir nur auf Rennstrecke. Sitz werden wir wechseln. Oh. Originale Luftpumpe noch drin. Wo? Oben drin. In der Sitzbank. Ah! Guck mal. Geht vorne doch. Reindrücken. Wie beim Fahrrad. Ja. Auch original 75. Oh, richtige DDR-Luft. Oh, aus Ostdeutschland. Heimatsgefühle. Ich war übrigens, wo ich noch in Polen gelebt habe, war ich immer in Sommerferien. In der DDR. Ja, 3 Monate lang. Deswegen konnte ich schon etwas Deutsch, wo ich nach Deutschland kam. So sieht's aus. Also man sieht, Schloss, kein Schloss. Ja, so ein Körbchen. Ich hätte vielleicht einen Vorschlag, dass wir wie so quasi diese Winkel hier abformen. Ich weiß, ich bin verrückt. Dann bauen wir das Ding aus Carbon. Ja, also die Winkel. Statt Aluminium machen wir Carbon. Und statt diese Pelikan Bretter, machen wir diese Tickernholz? Tickernholz? Wie heißt das? Tickholz. Tickholz, habe ich schon gesagt? Tickholz. Tick. Machen wir auf jeden Fall Tickholz, ja. Und ich glaube, das wird eine schöne Mischung sein, oder? Oder nein? Kombination wäre gut, ja. Ja. Und wenn wir hier und da so ein bisschen Carbon machen, vielleicht nicht ganz in Carbon, weil das wird dann, glaube ich, langweilig, ja. Wenn man das Ding wirklich komplett in Carbon macht, ist es einfach nur schwarz. Und ich finde das nicht schön, wenn das alles in Carbon ist, ja. Ich finde auch Autos, die komplett in Carbon sind, überhaupt nicht schön. Wenn man da vorbeigeht, denkt man, wow, wow, guck mal, voll Carbon und so weiter. Gibt es auf der Messe, aber, oder auf verschiedenen Messen, aber mir persönlich gefällt es nicht. Ja? Vielleicht können wir so machen, dass wir das in Carbon bauen, ne? Alles. Und nur die Streifen quasi lassen, in Carbon oder hier, das. Und Rest lackieren, ne? Und Rest lackieren. Oder natürlich das hier. Ne? Das alles in Carbon und hier alles in Farbe. Ja,
Also ich würde das nicht komplett in Carbon machen, weil das wird nicht schön aussehen. Also für meinen Geschmack nicht schön. Ne? Guck mal, ich kann jemanden mitnehmen, wenn jemand mitfahren möchte. Ja, also geht auch. Guck mal. So, sitzt jemand hinten? Ist es vorne? Das Bild will ich nicht sehen. So sieht's aus. Guck mal, schön. Komm mal her, kannst du da oben? Meinst du, sind das alles Originalschilder noch? Ja. Von früher oder meinst du, ist das nachgekauft? Ja, das ist Original. Ja, guck mal hier, das ist Original. Ne? Guck mal, wie so ein Blitz. Wie ein Trabant. Hm. Ne? Hier so ein Schulblitz, muss ich ein bisschen gerade machen. Das Ganze. Ist das Metall alles? Alles Metall. Oh. Kissen, Stahlarbeit. Schönes Ding. Auf jeden Fall seid gespannt, was wir daraus machen. In dem nächsten Video zeigen wir einmal so einen Schnelldurchlauf, dass wir das auseinanderschrauben. So stelle ich mir das vor jetzt. Auseinanderschrauben zum Pulvern, zum Carbon, zum keine Ahnung was machen. Erstmal abgeben und dann wieder zusammenbauen. Quatsch ein bisschen. Fertig, oder? Ja. Dann machen wir jetzt keinen großen Tralala aus einem Simson, obwohl das ein wirklich cooles Ding ist. Ich habe ein paar Bilder gepostet bei Facebook und bei Instagram und wirklich, da haben sich so viele Leute gemeldet, die so ein Ding fahren. Sogar der Chef von H&R hat mich angeschrieben bei WhatsApp und schreibt mir Glückwunsch, willkommen im Team oder irgendwie sowas da geschrieben. Und dann hat er mir ein Foto geschickt von seiner. Sogar er hat eine. Also wirklich krass. Schätzt denn, wie viele davon verkauft wurden? Damals? Oder in dem kompletten Zeitraum, wo die gebaut wurde, ja. 12? Was schätze? 100.000? Obwohl, du hast gewartet 60 Jahre darauf, ne? 1.137.000 Stück. Niemals. Ja, ja gut, früher gab es kein Auto, ne? Früher hat jeder so ein Ferrari gehabt. Und das war das Auto, ne? Ich finde echt cool. Ich kann mich erinnern, meine Onkels aus der DDR hatten so ein Ding. Ja. Immer wenn ich nach Deutschland gekommen bin, nach Ostdeutschland gekommen bin in den Ferien, hat das immer so nach Benzin gerochen, nach keine Ahnung. Und genauso riecht er. Wie früher in der DDR, ja, in Thalheim war das. So riecht er heute, wirklich. Also krasses Ding. So, Schluss mit lustig jetzt. Jetzt hören wir auf zu quatschen. Wir haben Mittagspause und der Balkan Dennis kommt und bringt uns Essen vorbei. Ne? Wir können nicht essen gehen, deswegen lassen wir uns das Essen kommen. So nicht anders. So, wir fangen an, die Schwalbe auseinander zu bauen. Ne? Ich wollte zuerst die Flamingos hier behalten, aber nein, die passen nicht so. So, wir bauen wirklich jedes Teil auseinander und erneuern das. Ja? Also wirklich, wir versuchen ein paar Teile original zu lassen, aber das meiste werden wir umbauen. Ja, ich weiß, viele werden jetzt meckern, original, original, aber wir sind nicht original. Wir wollen was anderes fahren als jeder andere. Ja, wir stehen auf Unikate und auf Einzelstücke. Norm, bitte kurze Bestätigung. So sieht's aus. Das ist definitiv. Richtig. Und deswegen legen wir los. Vielleicht machen wir so einen kleinen Zeitraffer. Heute hilft mir mein Sohn so ein bisschen. Der hat ja jetzt Sommerferien. Und der steht schon an der Wand. Osterferien, ne? Was? Osterferien. Was hab ich gesagt? Du hast gesagt Sommerferien. Hab ich gesagt, ja. Egal, der ist zu Hause. Der ist zu Hause. Zeit. Oster, Weihnachtsferien, Quarantäne, schulfrei, irgendwas. Genau. Egal, wie man das nennt, der hat frei. Und bevor er zu Hause sitzt, ne, hat er Bock auf dieses Projekt. Und da legen wir los. Schrauben, Schlüssel. Ich bin so wie Dr. Edgar hier, weißt du? Wenn der gekocht hat, wie im Fernsehen. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Ah, du kennst das? Und dann so, Schwalbe neu. Kennst du das? Ja. Echt? Ja. Ich dachte, das ist so meine Generation. So 60er Jahre. Ja. Kommt er hin.
So, noch, nicht quatschen, loslegen. Mach mal die Kamera vielleicht schon wieder hin und dann machen wir die ein bisschen auseinander. Kannst du mit Tommy? Ich bin der Projektmanager und nicht der Projektschrauber. Ja, genau, das ist die Arbeitsaufteilung. Der Norm hat die schon 70.000 Mal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Deswegen kennt er sich am besten aus. So sieht die Schwalbe aus nach 15 Minuten. 15 Minuten, kein Spaß. Nackt. Hier kann man auch grillen. Ja. Ich denke mal, ein paar Sachen bauen wir noch aus. Und dann wird der Rahmen erstmal hier schön sandgestrahlt. Und dann neu lackiert oder gepulvert am besten. Ja. Ich bin selber gespannt, was ihr da draus macht. Ne? Komm mal her. Guck mal, so ist das aus hier. Guck mal, wie schön alles. Guck mal hier. Ne, hier. Hallo. Guck mal, wie schön alles sortiert. Patsch. Man weiß auch nach 5 Wochen, was wohin gehört. Ne? Schneidebrettchen. Ja. Das waren Zeiten. So sieht's aus. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir in Carbon bauen, was wir lackieren. Und dann weiter geht's. Ich fühle mich wie auf dem Trödelmarkt. Ja, kann man auch als Karneval. Oh shit. Norm, wenn wir das alles zusammenbekommen, ne? Kein Problem. So wie es war. Dann bin ich froh. Ja, wie lange hat es gedauert jetzt? Eine Stunde 20. Wie viel? Oder? Stunde ja, 20, Stunde ne? 20, ja. Stunde 20. Guck mal da. Das Gerät. Ja. Das, was noch übrig blieb. Ja. Was ist das? Da ist nicht viel über. Ne? Ich sag immer, Pole sagt immer, ein Modtec muss immer dabei sein. Siehst du? Kannst du für immer? Immer ein Gebrauch. Check. So sieht's aus. Ja, dann ab zum Pulvern. Und dann schauen wir weiter, wie wir die Gurke zusammenbauen. Sieht auch immer schön aus, jetzt so im Hintergrund. Mit den Palmen. Ich bin wie in Hawaii. So, nicht quatschen, machen. Ab zum Sandstrahl.